Willkommen zurück zum voraussichtlich letzten Part von Digimon Stories Cyber Sleuth Hacker's Memory. Ich sehe gerade ein Plakat von Tekken 2, WTF. Okay, na gut. Wir machen weiter im Offline-Kolosseum. Und zwar der Legenden-Cup. Okay. King Mamemon und King Etemon. Meine Digimon sind tausendmal stärker als deine. Ich werde ganz bestimmt gewinnen. Das sagen die immer und dann verlieren die aber trotzdem. Ja, aber langsam wird es schwierig. Das merkt man schon. Und ich habe auch gehört, dass der letzte Cup, der Meistercup, glaube ich, wohl ziemlich extrem sein soll. Also da soll es wohl wirklich ziemlich zur Sache gehen. Bin ich sehr gespannt drauf. So, wo war das? Ah, oh, Galatmon, du bist so ein cooles Digimon. Das reicht aber nicht, um King Mamemon zu besiegen. Ah, jetzt ist auch noch Rosemon betäubt. Esgold Sonnensturm trifft alle stark und... trifft alle, aber nicht stark. Aber erhöht die Verteidigung von Magnamon, was auch nicht so verkehrt ist. Kettenverlust. Schlimm. Wir können nicht sehr effektiv angreifen, deswegen wechseln wir stattdessen und holen Susanomon und Imperialdramon. Da senkt doch nicht mal meine Combo, verdammt. Das ist der erste Kampf hier in dem Cup und das macht uns schon ja ein bisschen zu schaffen. So wirklich besser wird das auch nicht, habe ich das Gefühl. Naja, ein bisschen Schaden immerhin. Pixel-Effekt. Sehr nett. Die Attacke ist so cool. Ja, und die macht auch richtig viel Schaden. Okay. Der nächste Kampf. Gegen Tyron Kabuterimon. Das kann uns richtig wehtun. Trotzdem noch eine Geschwindigkeitsladung. Und ja, Verteidigung brauche ich glaube ich nicht erhöhen, wenn es sowieso die Verteidigung durchdringen kann. Ja, das war aber schon ganz guter Schaden eigentlich. Da will ich mich gar nicht beschweren. Naja, ich glaube das Omni-Schwert. Nein, das tut so weh. Oh. Ich meine, ich liebe die Attacke, aber dass der Gegner die hat, das ist schon schlecht für uns. Okay, wir könnten es aber schaffen. Oder wir schaffen es definitiv. Denn wir haben jetzt auch noch einen Angriff mit Galantmon. Okay, Glück gehabt. Denn der Bienenglanz, der tat uns schon ziemlich weh. Ah ja, der Olympus 12.
Klar kämpfe ich gegen dich, aber aufgeben gilt absolut nicht, damit das klar ist. Verteidigungsbrecher fürs Feld, das ist nicht so nett. Aber wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Zwei Serum-Digimon und ein Virus-Digimon. Ja. Macht der Himmlische doch nicht sogar mehr Schaden? Ah, nee, das ist schon. Wo war das? Oh, Galatmon, du bist so cool. Wir dürfen die aber auch gleich dreimal angreifen, da muss ich aufpassen. Das könnte das Ende für Galatmon sein. Oder für alle. Nö. Geht bisher ganz gut. Und gelähmt. Der gute Nachtmond. Oh, jetzt haben wir unser Dianamon schon so lange nicht mehr eingesetzt. Das ist schon ziemlich schade, als ob du nicht einschläfst hast. X-Haltung geht nur auf einen. Ja, komm, ich will Minervamon besiegen. Das reicht nicht. Oh. Wow, hat die ein Glück. Dass sie einfach zwei Digimon von mir einschläfert. Ah, das war nicht schlau. Ja, ist aber egal, ich muss jetzt. Ich muss jetzt erstmal Nervamon besiegen. Okay. Dianamon können wir jetzt besiegen. Sehr gefährlich. Zeilung macht gar nicht so viel. Schafft ihr das jetzt eigentlich jedes Mal? Bin schon ein bisschen nervig. Ja, das war jetzt nicht so der krasse Schaden. Das dagegen schon eher. Du schläfst natürlich. Könnte Bienenglanz reichen? Ja, fast. Aber jetzt reicht ein normaler Angriff. Dann ist Dianamon besiegt. Wir haben es geschafft. Kriegen ganz, ganz wenig Erfahrungspunkte. Es geht weiter gegen zwei andere von den Olympus 12. Wir sind im Legenden-Cup, aber die anderen Digimon, die wir hatten, das waren jetzt keine legendären Digimon, falls man das überhaupt so sagen kann. Irom und Virus. Ich muss eigentlich alles auswechseln, was ich hier habe. Ja, der trifft jetzt auch noch sehr effektiv. Das war nicht so schlimm. Ich habe vor Neptunmon ziemlich Angst. Also. Ja, das ist guter Schaden. Jetzt.
Ja, doch, machen wir. Klingenurteil. Das macht halt nicht sehr viel Schaden. Rosemond muss leider eine Runde aussetzen. Jetzt sind die viermal dran. Das könnte schon wehtun. Okay, nur eine Verteidigungsladung. Was auch schon schlecht ist, aber nicht ganz so schlimm. Ich habe mehr Angst, wenn es jetzt seinen Dreizackangriff einsetzt. Macht es aber nicht. So. Lefragichant. Verschaden. Klingenurteil. Wir sind ziemlich oft dran. Da kriegt nichts. Ach, die werden noch öfter dran sein. Oh, das tut weh. Das ging jetzt noch, aber... ja. Das sollte nicht nochmal vorkommen. So. Merkurimon ist besiegt. Oder wie es hier im Spiel heißt, Merukimon. Jetzt wird auch nicht viel mehr Schaden machen, oder? Schwer zu sagen. Aber wir sollten es jetzt geschafft haben. Okay. Aber unsere Digimon sind schon ziemlich geschwächt. Oh, cool. Die Mega-Level der Digi-Ritter der zweiten Staffel. Weigmon, Imperialdramon und Valkyrimon. Die hat man ja so nie gesehen. Oh, ist das cool. Oh, Mann. Auch wenn das jetzt für uns eher problematisch ist, weil die haben alle... ja, für sich den Vorteil, dass man die nicht wirklich effektiv treffen kann, weil sie keinen Typus haben. Das heißt auch, sie können uns nicht sehr effektiv treffen. Aber ja, es ist schon ein bisschen problematisch. Das macht halt nicht so viel Schaden, wie es wirklich machen sollte. Jetzt habe ich auch keine SP mehr. Balkmon kann Geschwindigkeitsladen. Hätte ich so auch nicht erwartet. Hat es aber auch, glaube ich, ziemlich nötig. Geißler. Oh, der Kyrimon ist ein cooles Digimon. Ah! Erstmal TP heilen. Meereswelle 3. Ja, komm, Schaden machen die uns nicht wirklich. SP heilen. Den krieg ich bei Kyrimon besiegt oder noch nicht? Doch, das ist besiegt. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt als nächstes Imperialdramon Dragon Mode zu besiegen. Naja, es ist ein Anfang. Ach, die werden immer schneller. Weigmon, du störst mich damit ein bisschen. Der Megatod ist schon eine krasse Attacke. Und da kommt der arktische Schneesturm. Und betäubt. Ist aber nicht so schlimm. Jasmine ist sowieso hier das Schwächste. Oder was heißt das Schwächste, Digimon? Aber das, was am wenigsten ausrichten kann. Und jetzt Lefragichant gegen Imperialdramon. Das erinnert mich auch an Digimon Tree, zweiter Film. Also Rosemond gegen dieses Imperialdramon-Klon, die kämpfen musste. Naja.
ich jetzt schon mal auf Weikmon. Das hat aber nicht viel Schaden gemacht. Okay, nur noch Weikmon ist da. Vielleicht kann ich ein Klingurteil einsetzen. Ja, Jessmon stört mich ein bisschen. Es ist halt hier nicht das krasseste Digimon. Zumindest im Vergleich zu unseren anderen Digimon. Hier geht schon wieder nichts. Ist aber auch ganz richtig, dass ich erstmal jetzt SP heile, bevor wir gleich ins Finale gehen des Cups. Meereswelle macht mir nichts. Und da haben wir Weikmon besiegt. Auflösen. Das brauche ich eigentlich nicht wirklich. Okay. Beelzebub und Cherubimon böse. Brauche ich jetzt natürlich ganz andere Digimon gegen. Wen besiege ich von denen zuerst? Ich glaube Cherubimon. Oh, das ist auch Beelzemon. Beelzemons richtige Form. Mit den Flügeln und dem Kanonenarm. Cool. Das wäre doch so ein Digimon, was mir eigentlich gefehlt hätte. In meinem krassen Team. Naja, Himmelsklinge geht gegen alle. Das Omni-Schwert könnte schon reichen, weil es dreifach effektiv trifft. Reicht aber nicht. Okay. Ich glaube, das war es jetzt schon. Wenn ich die beiden Gegner hier irgendwie ja, mit dem Anime verbinden wollte, würde ich sagen, Digimon Tamers, die Mega-Level der Digimon der ja, beiden Kinder, Susi und die beiden Geschwister, aber das ist auch ein bisschen weit hergeholt. Und, okay, Durandamon. Das macht mir ein bisschen Sorge. Schaden mache ich denn da? Ja, es geht. Denk aber, hier sollte ich auch wieder auf Datei-Digimon zurückgreifen. Alphamon kann dabei bleiben, weil es einfach sehr stark ist. Was Counter? Naja, okay. Muss ich mit leben. Schwerer Schlag. Aber wir haben sehr viel Schaden gemacht, das will ich nochmal eben dazu sagen. Pendragons Ruhm. Und da kommt der Konter, der uns aber gar nichts tut. Reichen die Lelfragishon schon? Super, richtig gut.
Okay. Wann ist das denn hier vorbei? Okay, Akiba Flanell Hacker. Schau mal, noch ein Sieg, dann bist du im Finale. Lol, außer dass ich natürlich nicht verlieren werde. Ja. Also, wenn der hier mit zwei Chaosmon ankommt, dann glaube ich ihm, dass er nicht verlieren wird. Das ist nämlich dann gar nicht so weit hergeholt. Oder vielleicht doch? Ja, ist das lächerlich. Ja, jetzt hat er sein Schutzgitter gewirkt, aber... Also, da muss ich eher LOL sagen. Oh, den heiligen Knöchel. Das macht aber jetzt auch nichts mehr aus. Ah, das ist natürlich fies. Das ist fies. Also wenn er sich jetzt hier ständig heilt, dann ist das natürlich eine Sache, die kann ich so nicht hinnehmen. Okay, eins ist besiegt. Andere hoffentlich jetzt gleich auch. Noch nicht. Okay, ist aber in Ordnung. Hat er sich schon wieder. Ich muss unbedingt meine SP heilen. Auch weil wir danach sofort ins Finale weiterrücken. Und da muss ich natürlich einsatzbereit sein. So, mal gucken, ob das reicht. Natürlich nicht. Aber mit der Attacke sollte es locker reichen. Perfekt. Also jetzt ins Finale. Oh, wiederherstellen. Brauchen wir aber trotzdem nicht. Wisst ihr, was das für Mega-Level sind? Das sind die Mega-Level von den Starter-Digimon, die man aus Cyber Sleuth, Atateriamon, Palmon und Hagurumon. Cool. Ah, sowas liebe ich. Okay, sowas liebe ich nicht. Geschwindigkeitsbrechen. Naja, mir meins. Charakterwechsel hat aber nichts gebracht. Und Geschwindigkeitsladung. Ja, ich würde sagen, wir kommen nicht mehr zum Zug. Ich kann aber dafür erstmal gut reinhauen. Oder hauen zumindest rein. Oh, guter Schaden. Ja, es lebt noch. Hornenpeitsche. Muss das denn sein? Angriffsladung. Davon könnte vor allem Heilandromon jetzt profitieren. Naja, geht so. Ja, die sind sehr oft hintereinander dran. Ich überlege fast, ob ich nicht vielleicht doch auf eine Angriff- oder auf eine Geschwindigkeitsladung gehen sollte, aber ich verzichte mal drauf. Versuche hier einfach zu besiegen. Geht das noch? Okay, guter Schaden. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall das Gargumon besiegen. Und jetzt sind es nur noch zwei, die wir besiegen müssen.
Oh, hat einen Fehler. Das ist eigentlich sogar vorteilhaft. Denn jetzt kann Alphamon Crossbones sehr effektiv treffen, oder? Verirre ich mich. Nö, stimmt. Vorher war es nicht effektiv, jetzt ist es sehr effektiv. Danke dafür. Okay, Hyandromon ist besiegt. Ah, ich hätte. Ja, ich bin immer zu. Ich weiß auch nicht. Zu zuversichtlich. Das sollte aber reichen. Dann haben wir diesen Cup auch abgeschlossen. Was willst du auch noch wiederherstellen? Was wollt ihr denn damit? Mutpunkt A erhalten. Ich hätte eigentlich auf den Speicher abgehofft. Okay. Jetzt haben wir eigentlich schon 30 Minuten gefüllt, aber es ist ja sowieso der letzte Part und ich will das jetzt nicht nur auf zwei Parts irgendwie aufteilen. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Turnier. Ich überlege nur gerade, ob ich hier vielleicht nicht was noch austauschen soll. Ist halt traurig, dass von denen keiner hier reinpasst. Ja, aber Magnamon zum Beispiel kann nicht so viel. Und kann man Omnimon mitnehmen, ist eigentlich ganz nice. Aber mein Karten. Naja, es ist nicht so das Richtige. Ja. Ja, ich glaube, ich mache das so. Und dann gehen wir jetzt, ich hoffe, in den letzten Cup. Meistercup, ja, das ist der letzte Cup. Es geht los mit Ultra-Level-Digimon. Ja, die machen schon Schaden. Eine Verladung, okay. Bringt mir die Geschwindigkeitsladung was? Nicht wirklich. Aber egal. Greifen wir halt an. Oh, okay. Das war doch sehr minimaler Schaden. Das war jetzt nicht sehr viel. Ich würde ganz gerne erstmal Garurumon besiegen. Oh, das ist natürlich. Also ich habe schon gehört, der Cup ist richtig hart und es könnte sein, dass wir das nicht schaffen. Oh, Glück gehabt. Aber ich will es eigentlich schon schaffen, ist klar. Habe ich das verdient. Nein. Ah, ich habe auch alles falsch gemacht. So. Jetzt dürfen die 1000 Mal angreifen.
unsere Rache kommt schon. Und Bienenglanz. Okay, das war jetzt nicht so die krasse Rache. Du lebst immer noch? Ich kämpfe gegen Matayoshi, sehe ich gerade. Und da kommt ein Schattenflügel. Das ist der erste Kampf in diesem Cup und ging schon so richtig Ärger. Mein Garudamon ist besiegt. Rosemon hält ein bisschen aus, dann kann ich nicht die perfekte Wiederbelebung einsetzen. Okay. Mehr wollte ich erstmal nicht. Rosemon wieder beleben. Oh Mann, das ist echt nicht einfach. Und jetzt würde ich eigentlich. Ja. Ich muss auf den Bienenglanz gehen. Das macht einfach die meisten Schaden, auch wenn wir dann aussetzen müssen. Ach, du musst jetzt einfach... Nein! Ja komm, aber Superstar ist besiegt. Das reicht nicht. Jetzt vielleicht? Okay, dann haben wir das geschafft. Jetzt geht es gegen... Date. Okay, anscheinend kämpfen wir jetzt gegen die ganzen Leute, die uns immer begleitet haben. Das heißt, irgendwann auch gegen Ryuji? Gegen Erika? Ich weiß es nicht. Gegen Erika ja eigentlich nicht, aber... Ja, mal gucken. Die dürfen einfach jetzt die ganze Zeit angreifen. Ich komme gar nicht dran. Oh je. Fällt mir überhaupt nicht. Schon guter Schaden.
Das dagegen war nichts. Wieso dürfen die denn so oft angreifen? Oh nee. Das kann nicht sein. Wenn die sich heilen können, kann ich nicht wirklich was machen. Hört sich nochmal die Geschwindigkeit. Oh, das ist doch nicht möglich. Also am liebsten würde ich erstmal Creasemon besiegen, weil es sich heilen kann. Oder weil es alle heilen kann. Das ist schon ziemlich problematisch für uns. Habe ich irgendwas, was komplett heilt? Ja, ich habe einfach 42 mal medizinisches Spray. Alles klar. Dass ich so viel hatte, wusste ich nicht. Jetzt ist erst Tyrant Kabuterimon wieder dran. Oh, wow. Ja, es wird nicht viel Schaden machen. Nee, so ungefähr gar nichts. Und das wahrscheinlich auch nicht. Und halt, wenn sie jetzt gleich wieder heilt. Okay, ist das nur eine Beweglichkeitsladung? Jetzt wird sie noch schneller. Okay, verrückter Tanz nur. Ich hatte Angst, dass wieder eine Aura kommt. Aber bis wir wieder dran sind, oh je. Das Sinn. Ändert sich halt nichts an der Reihenfolge. Eher nicht. Ich versuche lieber, Bismon zu besiegen. Ein, was ich habe. Das darf nicht wahr sein. Oh, wirklich? Wenn sie immer schneller wird, dann komme ich doch irgendwann gar nicht mehr dran. Also ich komme jetzt schon fast gar nicht mehr dran. Ich muss unbedingt Creasemon besiegen, das ist am schlimmsten. Das kann einschläfern, das kann heilen. Beides will ich nicht. Gibt's immer noch? Es kommt Aura, oder? Es kommt keine Aura. Na, immerhin. Hm.
Ich sehe schon. Kommen wir gar nicht mehr zum Zug. Und da war die Aura. Und die war jetzt aber von Rapidmon, oder? Wenn das ein kritischer Treffer ist, dann habe ich keine Chance. Das war das Problem von Anfang an, dass ich hier nicht wirklich durchkomme. In so einem Fall ist gerade übrigens auch Auflösen ziemlich sinnvoll, aber habe ich nicht. Können beide Aura. Die können beide Aura, ich komme nicht durch. Nur noch Panik. Was mache ich denn da am besten? Geht gar nichts mehr. Hat noch irgendeiner von euch durchdringende Attacken? Nee. Außer Alphamon. Die bringen mir gegen Creasemon auch nicht wirklich was. Aber gut, wenn du auch Aura kannst, dann gehe ich jetzt erstmal auf dich. Ist ja wohl klar. Ja. Nee, ist doch schon gut. Wenn einer von denen weg ist, dann habe ich schon ein riesiges Problem aus dem Weg geräumt. Ja, ich unterschätze dich nicht, Date. Ich weiß, dass du hier gerade richtig abgehst. Hätte ich so nie erwartet, aber sehe es ja. Das ist nicht so schlimm. Natürlich noch schneller. Der Tanz ist in Ordnung, aber Rapidmon darf sich jetzt nicht heilen. Oh, nicht Panik. Okay, das heilt sich nicht. Alphamon kann angreifen, Alphamon kann die Verteidigung durchdringen. Ich sollte rapid... Oh, das hat aber schon wieder so viele KP dazu bekommen, weil es sich auch nicht wieder runter heilt. Warum kann Rosemon gleich nicht angreifen? Das ist eben etwas, was mir dann fehlt. Das ist doch kacke, dass die sich so boosten können.
halte ich nicht. Jetzt keine Aura von Creasemon. Keine Aura von Creasemon, bitte. Okay. Jetzt sollte ich Rapidmon wirklich besiegen können, außer ihm was passiert. Ist aber nicht so. Hat schon wieder so viel. Yes! Okay, ein Digimon weniger. Und wieder Panik, natürlich. Aber ehrlich gesagt, ich kann jetzt auf meine Virus-Digimon zugreifen, dann treffe ich die sehr effektiv. Das könnte dann schon reichen, um einfach hier ein bisschen was zu bewirken. Als nächstes muss ich auf jeden Fall auf Creasemon gehen. Zweimal Panik, einmal Schlaf. Das ist doch nicht normal. Ach, ruhig Aura. Ich habe hier noch keinen Schaden bei euch. Du bist immer noch in Panik? Irgendwann muss doch mal gut sein. Ich sehe schon, wir werden hier niemals fertig mit. Wie lange hält die Panik? Wirklich, wie lange hält die? 2, 3 Runden, okay, aber das ist doch jetzt die 4. oder 5. Runde schon. Jetzt zählt die Rückstoßrunde nicht, das ist doch nicht wahr. Nein! Meine Güte! Immerhin ist jetzt auf jeden Fall Creasemon besiegt und Antylamon können wir dann auch besiegen. Das kann uns nichts tun, es hat keine Möglichkeiten sich zu heilen. Bisher zumindest nicht, vielleicht kann es auch noch Aura. Hm.
ich das sehe, müssten wir jetzt hier durchkommen. Das sind ja schon coole Kämpfe, aber es ist halt richtig, richtig hart, hier durchzukommen. Und so wie ich das sehe, müssen wir auch noch tatsächlich noch ein paar dranhängen, denn das hier wird noch dauern. Ich glaube, es gibt 10 Gegner hier in dem Cup. Wir sind jetzt beim zweiten. Wenn wir jetzt Anthylamon tatsächlich besiegen können. Haben wir noch Bienenglanz. Okay. Wir hatten noch ein bisschen Pech, aber das war schon eine ziemlich krasse Strategie, die Dart hier gefahren ist. Okay, als nächstes. Den Taumon. Ach, sie hatte doch einen Kyubimon. Jetzt ist das digitiert. Das ist ja cool. Oder hatte sie Renamon? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich sehe, sie macht die gleiche Strategie wie Date und greift dann einfach 500 Mal an. Und sie trifft nicht so effektiv, aber sie haut trotzdem ganz schön rein. Oh je. Bovalis trifft dreifach effektiv, durchdringt die Verteidigung. Ich rechne schon so mit 1000 Schaden. 1400, okay. So, Taumon greift jetzt 500 Mal an. Gefährlich. Das ist richtig gefährlich, was die hier macht. Ich werde jetzt alles auf Galantmon lenken. Denn nur Galantmon ist hier in der Lage, wirklich richtig reinzuhauen. Talisman des Lichts. Nein. Oh, du kannst mich mal. Reicht das? Komm, es muss reichen. Nein! Charakterwechsel. Richtig. Okay, Susannemon ist auf Level 99. Was hast du gelernt? Perfekte Wiederbelebung. Die allerdings könnten wir tatsächlich behalten. Donnerschlag 1 raus. So, einen Kampf machen wir noch. Den Puppetmon. Oh nein. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Was ich gegen Puppetmon brauche, ist ja klar.
deren Digimon. Schaut also so an, diesen Attacken, die einen einfach nur wütend machen. Feuerschaden gegen alle Krieg. Was für? Ja, komm. Ja, das war in Ordnung. Ah, ich habe Auflösen. Ja, ist das gut. Aber bevor ich Auflösen spiele, werde ich erstmal hier heilen müssen. Also Papamon möchte anscheinend tatsächlich hier ständig irgendwelche Werte, Statusveränderungen reinhauen. Aber da ich auflösen kann, bin ich perfekt aufgestellt. Oder auch nicht, weil das hier nicht wirkt. Und halt nicht. So, und jetzt kriegst du ein ultimatives Oryuken rein. Das wird dir wehtun. Oh, hast du verdient. Ich habe Auflösen irgendwie falsch verstanden. Oh, ich bin wirklich dumm. Aber ich weiß jetzt, wie es gemeint ist. Naja, ist egal. Wir besiegen Puppetmon. Auflösen verändert die Status... die Wertveränderung. Nee, Werte Maluste einfach nur. Ach so. Ja, okay. Naja. Ich darf mir auch am Ende noch ein paar Fails erlauben, wenn wir hier durchkommen. Ah, jetzt bist du gelähmt. Dein Ernst? Das bisschen, was du da heilst. Ja, gelähmt zu sein ist nicht geil, ne? Okay, Papa Bonus besiegt. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wie immer, alles Gute.